Joho, Animal Crossing-Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing New Leaf. Unser Dorf soll schöner werden. Wow, der Anbau in meinem Haus. Guckt euch das mal an. Das sieht ja richtig klasse aus jetzt. Das wird ja immer riesiger, meine Villa. Und da war Fatima. Bevor ich jetzt meinen Briefkasten leere, möchte ich erstmal Hallo zu Fatima sagen. Fatima, 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 hallo! Guten Morgen. Hoffentlich wird heute ein guter Tag, Bim Bam. Nun ja, wolltest du irgendwas Stimmt es? Unterhalten wir uns. Ich hätte richtig Lust auf Obst. Bestimmt ist das ein Zeichen, dass mein Körper Vitamine braucht. Du, Honey, du willst mir doch bestimmt eine Frucht besorgen, oder? Irgendeine. Bin schon dabei. Wirklich? Oh, ich freue mich schon. Das ist mal. Mein Campingplatz da oben ist fertig. Oh, sehr großartig. Du kriegst von mir Popos. Popos. Hier, ich habe einen Popo für dich. Oh, du bist es wieder. Hallo. Worüber willst du reden, Bim Bam? Hier, probier mal. Los, los. Ich kann es nicht mehr erwarten. Da hast du einen für sich. Bitteschön. Ein lecker, grunder, gesunder Popo. Ja, auf diesen Moment habe ich... Hast du gerade Popo gesagt? Gut. Jetzt habe ich kaum... Kannst du... Ich esse das trotzdem. Oh, das ist aber lecker. Ein Kompliment an den Gärtner. Oh, ich möchte dir mit dieser Azurbank danken. Los, nimm ruhig. Cool, Azurbank. Dankeschön. Tut mir leid, dass ich dir solche Umstände gemacht habe. Danke für deine Hilfe. Cool. Haben wir schon gleich den ersten Bewohner glücklich gemacht. Wie sieht mein Inventar eigentlich aus? Wollt ihr hier noch mehr Blumen wieder zurückbringen? Eins. Zwei. Geld habe ich auch noch ohne Ende. Wandregal, Azurbank, Nordesstisch. Der Ponderosa, Orientbett. So, ja, richtig. Ich hatte das ja alles wegen dem eventuellen Umbau von meinem Haus, weil ich ja nicht so genau wusste, wie das aussieht. Och, hier sind die Bambusen schon wieder am Sprusen. Das kann ja wohl nicht sein. Nein, nein. Oh, und ich könnte mal wieder ein Bild des Tages einblenden. Musste ja meine gesamten Open-Broadcaster-Settings neu überarbeiten, weil das hat sich mit meinem Computer-Crash zerschossen. Muss ich das gerade nochmal neu raussuchen? Ach nein, ich habe meinen Desktop-Ordner noch gar nicht rüberkopiert. Hätte kopieren können. Oder? Das habe ich doch aber gemacht. Ah, verdammt, mein NAS-Server ist gerade nicht an. Dann suche ich mir jetzt einfach eins von Twitter. Da wird ja wohl in letzter Zeit wieder was gekommen sein. Das ist cool, das nehme ich. Desktop. Bitch. Öffnen. Anzeigen. Und da, hinschieben. Das ist von, wie heißt sie? Lina Michi. Ah, ein ziemlich cooles Barry-Cosplay, muss ich sagen. Das sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Sailor Barry Moon. Ah, großartig, mit der Frisur und den Öhrchen allen drum dran. Vielen herzlichen Dank für dieses wunderschöne Fanart. Das kommt jetzt hier hin. Und dann schiebe ich es noch dahinter die... Nizis. Weil das immer gut aussieht. Ja, hätten wir das auch erledigt. Wo war ich stehen geblieben? Ich war dabei, Bambusen auszubuddeln. Eine Bambusensprosse. Naja, ob sich das Graben da so gelohnt hat, weiß ich jetzt auch nicht. Bin auf jeden Fall froh, wenn ihr mir nicht hier alles voll wuchert. Da hat es eine Bambuse nicht gefunden. Inkompetenz lässt grüßen. Ich würde gerade sagen, hier hat es eine... So. Ich wollte sagen, da hat es ein Bambus nicht geschafft. Noch mehr Bambus. Gott, was ich wieder alles erstmal hier erledigen muss am frühen Morgen. Bevor ich überhaupt anfangen kann, was Produktives zu tun, ja? Im Briefkasten muss ich dann noch ausleeren. Naja, Fatima war schon mal zufriedengestellt. Ich freue mich ja sehr, wenn wir ein bisschen Abwechslung hier noch reinbekommen mit dem Happy Home Designer. Weil momentan ist es ein bisschen immer wieder dasselbe machen. Wobei ja meine Büsche endlich mal hier richtig am Blühen sind. Hübsch, sieht ganz gut aus. Die finde ich schön. Passt vielleicht ganz gut zu unserer pinken Ponderosa. Ach, euch kann ich auch mal mitnehmen.
Man hat ja sonst nichts zu tun. Und wir brauchen noch ein bisschen Platz im Inventar. Sollte reichen. Dann holen wir uns mal die Briefe ab. Ein Stück. Ein Problem. Hier. Von Jan. Hey ho, Honey, dass du einen Blick in meinen Brief... Nee, Moment. Nochmal von vorne. Hey ho, Honey, dass du einen Blick in meine Bude riskiert hast, ist wahre Sportsfreundschaft. Und als guter Sportsfreund schicke ich dir etwas, das dir sicher gefallen wird. Dein Kumpel Jan. Du Sportsfreund, was gibt's denn hier Schönes? Eine Pedalnähmaschine. Okay. Unser Sportsfreund Jan, der auf klassische Musik steht und deswegen überhaupt keine Sportgeräte besitzt, schickt mir eine Nähmaschine. Okay, und von Leonardo ein Brief. Grüß dich, Anja, ist klar bei dir? Du bist eine der wenigen Personen, deren Befinden mir wichtig ist, also will ich dir nochmal stark hoffen, dass der, dass dich außer mir nichts quält. Bis dann, Leonardo. Oh, das ist so süß von ihm. Ja, wir sollten auch wieder Briefe schreiben, ne? Leonardo braucht doch eigentlich noch diese Kindertapete und all das. Das wollten wir doch eigentlich machen. Eigentlich. Eigentlich, ja, eigentlich doch. Ich mag die Musik. Klingt einfach gut. Ja, so langsam wird unser Platz hier wieder knapp. Müssen wir darüber bringen und das auch? Die Pedalnähmaschine könnte man ja durchaus ins Schlafzimmer stellen. Ich weiß immer noch nicht genau, was ich daraus machen möchte. Aber wir haben ja jetzt erstmal keinen Platz mehr für das Bett. Weil jetzt ja hier... steht da eigentlich auch jetzt nicht mehr richtig. Die Pflanzen sehen so schön aus. Es sah so hübsch aus, mein Zimmer vorher, und jetzt ist das mehr so... dann machen wir das mal so. Gummibaum hier hinstellen. Wir brauchen noch ganz viel mehr Pflanzen. Wir müssen dann wieder Pflanzen kaufen bei Gap, beziehungsweise noch welche bestellen. Gehen wir mal hier in den Raum. Der müsste jetzt ja ziemlich klein sein. Ja, für eine Küche wäre eigentlich ganz hübsch. Weil ich mir hier so immer so ein Schlafzimmer gut vorstellen könnte. Ich hätte halt gerne wirklich Küche und Badezimmer bei mir. Der Orient Paravent kommt hier hin. Orient Bett. So. Frage, wo genau man das hinschiebt. Das... und das Fenster so? Ganz hübsch dann. Und dann muss der Orient Paravent. Paravent! Wieso davor? Ja, dann guckt man da nicht so direkt in die offene Tür. Ist doch ganz hübsch dann. Ponderosa Bonsai, wie siehst du nun mal aus? Ist doch süß. Kommt jetzt erstmal hier in die Ecke, damit wir noch so ein bisschen, ne, Gestaltung haben. Azurtapete. Ja, was, ja, nee, so. Das können wir verkaufen. Die können wir auch verkaufen. Wandregal können wir vielleicht noch hier hinpacken. Da sehen wir ja nicht sonderlich viel von. Aber so ganz süß. Ja, ich weiß noch nicht. Wir müssen das Zimmer massiv vergrößern, bevor ich das einrichten kann. Also da werde ich mich jetzt erstmal nicht so drum kümmern. Hauptsache, wir haben noch irgendwo ein Bett, damit wir jetzt hier nicht so ganz so, ne? Wisst ihr Bescheid. Verkaufen, verkaufen, auswerten lassen. Gibt's noch irgendetwas, was wir jetzt mitnehmen sollten zum Verkaufen, was ich vielleicht gar nicht brauche? Plastikhocker nicht unbedingt. Wanderpuh und Pünktchensessel auch, Banane auch. Weichtopf auch, Herzchenwanduhr auch behalten. Klagelied, oh, das Klagelied. Ach, das ist ja unsere Muschel, genau. Boomerang. Ich Flamingo. Nee, Boomerang kommt auch weg. Muss ich alles aufheben. Sekretär, das wäre noch was fürs Schlafzimmer. Aus Schlafzimmer können wir so Büro mit Schlafzimmer machen. Das ist ja voll schön. Glückskatzen brauche ich. Ach, Sofa brauche ich noch. Astro-Sofa brauche ich nicht. Arbeitslampe brauche ich noch. Die ganzen Azurmöbel muss jetzt nicht unbedingt sein. Kinderteppich schicke ich Leonardo. Dafür brauche ich gerade mal einen Brief. Also noch welche? Dann schicken wir Leonardo jetzt noch einen Brief. Machen wir das noch schnell. Kiltpapier, ne? Das passt doch.
Leonardo. Mein lieber Leonardo, schau, Komma, was ich Schönes für dich aufgegeben habe. Ja, das reicht. Gibt's Herzchen? Stimmt, ich hätte ja nachgeguckt, es gab keine Herzchen, ne? Aber ein Sternchen gibt's. Fertig. Wo war das jetzt? Also hier war der Kinderteppich. Plop. Sehr gut. Habe ich nicht noch irgendwie so Teppich und Wand für Quacks? Weil Quacks mit ihrem komischen Boden da, das ist ja auch nichts. Keramikfliesenboden, Wildblumenboden. Ich finde, Quacks sollte einen Wildblumenboden haben. Das würde ihr stehen, oder? Was meint ihr? Brief schreiben. An unsere süße Quacks. Meine liebe Quacks. Du nuddelige Ente. Hab da was für dich. Punkt. Ich hoffe, damit ist Quacks glücklich. Die kriegt jetzt meinen Wildblumenteppich. Der bedeutet mir recht viel, weil ich ihn echt schön finde. Ja, Frage, legen wir gleich in unserem neuen Zimmer irgendwas aus? Wo ist vielleicht Sahara-Grund? Imbisskachelboden? Sahara-Grund. Habe ich noch Tapeten? Ja. Backhauswand, Ruinentapete. Azur-Tapete, Azur-Tapete. Moment, die Azur-Tapete haben wir also schon. Hast du nicht auch eine Azur-Tapete? Jo, verdammter Mist, haben die Azur-Tapete schon. Na toll, dann kann ich die ja auch verkaufen. Habe ich das wieder... Habe ich wieder umsonst was eingekauft, was ich schon längst hatte? Ja. Freue ich mich darüber? Nein. Oh, das wollte ich nicht. Ich vergesse ja immer wieder. Nein. Ach, Manno. Jetzt muss ich wollte gerade sagen, jetzt musst du ihn bestimmt drehen. Nimm die. Okay, haben wir das schon mal hinbekommen. Auf den Boden. An die Wand. Und halt jetzt. Oh, ist richtig sandig. Das ist jetzt mein Sahara-Schlafzimmer. Moment, vorübergehend. Verkaufen. Ich wollte verkaufen. Ich wollte verkaufen. Oh, wir haben noch so viele Zimmer, die wir erweitern müssen. Oh Mann, und wir haben so viele Schulden, die wir abbezahlen müssen, bevor wir die Zimmer richtig erweitern können. Der Keller muss viel größer werden und überhaupt. Und der Boden hier muss übrigens auch noch anders. Und ich bin mir noch gar nicht sicher. Und ich kann die schon wieder verkaufen. Und nein, da ist wieder unser gefälschte Gemäldehändler. Hallo Günther. Da bin ich. Ich bin aber nicht der gefälschte Gemäldehändler. Nur damit du es weißt, jetzt geht sie schon wieder weg. Du wolltest doch mit mir reden. Nein, eigentlich nicht, Günther. Eigentlich... Oh, hallo, Leonardo. Was sehe ich da? Ein Plastikhocker? Ah, oh, genau, sowas suche ich schon seit Ewigkeiten. Her damit, ich kaufe ihn dir ab. Wie, der steht nicht zum Verkauf. Ich höre wohl schlecht. Ah, ich ahne, worauf du es abgesehen hast, du Schlitzohr. Du willst, dass ich dir meine tolle Badematte zum Tausch dafür anbiete, was? Na, von mir aus, ich gebe dich geschlagen. Sind wir jetzt im Geschäft? Ja, toll, eine Badematte. Dankeschön. Ach, na dann lass uns tauschen, schnell, bevor du dir das anders überlegst. Geil, ein Plastikhocker. Hier. Eine Badematte habe ich schon draufgelegen und voll gehaart. Toll. Danke doch mal, das war's gut bei mir, Groll. Kein Problem, das freut mich sehr, Leonardo, dass ich dich damit glücklich stillen. Lily, Barry und Christa. Ups. War also nicht gemeint. Hey, wartet doch mal. Guten Morgen, Honey. Du stehst wohl mit den Hühnern auf. Oh, dear. Wolltest du etwas Bestimmtes? Wie läuft's dir? Geht's wie stets? Um etwas Leben in mein Haus zu bringen, würde ich gerne eine Libelle darin einquartieren. Leider schlugen meine Versuche zur Anschaffung eines Exemplars immer fehl. Möchtest du dich nicht dieser Aufgabe annehmen und mir eine beliebige Libelle bringen, damit du die in deinem Haus aufstellst und das dann da wieder doof aussieht? Nein. Aber es wäre doch ein leichtes für dich. Na gut. Wenn es nicht geht, dann geht es eben nicht.
Ist überhaupt kein leichtes für mich. Barry ist am Angeln. Hoffentlich fange ich was tolles, leckeres. Die Kräuterbutter habe ich nämlich schon daheim. Barry angelt sich ja so einen Fisch zum Nomsen, ja? Hi, Christa. Hallihallo. Wie siehst du aus? Doch ein angenehmer Tag, Pflaum. Womit kann ich dir behilflich sein? Einfach quatschen. Bist du wohlgekommen? Das ist dein Haus inzwischen sehr hübsch, Honey. Würdest du mir gerne einmal ansehen, wenn ich darf? Ja, klar. Wann? Ausgezeichnet. Um wie viel Uhr wäre es dir denn recht? Ich bin in Kürze mit Leonardo verabredet. Aber danach habe ich Zeit. Also sagen wir mal irgendwann nach 11.30 Uhr? Lass uns das später machen. Um 14.30 Uhr muss es mir nur aufschreiben. Christoph, 14.30 Uhr. So. Das klingt gut. Dann werde ich mich um Punkt 14.30 Uhr bei dir einfinden und da klopfen. Kein Problem. Alles schön, alles gut, alles fein. Ich wollte verkaufen. Ich jetzt... Oh, da oben ist viel aus... Ah, Unkraut! Viel auszubuddeln. Und ich jetzt hier noch irgendwie einen Geldstein finde und... Oh, da war auch was zum Ausbuddeln. Ich brauche Platz im Inventar. Ich gehe jetzt verkaufen. So. Nach den morgenroutinlichen Dingen. Hallo. Oh, hallo, herzlich willkommen. Mein Lieblingsverkäufer ist da. Haha, was kann ich für dich tun? Verkaufen, natürlich verkaufen. Was möchtest du alles verkaufen? Normalboden, Normaltapete, Azursofa, Azurbank, Badematte, Bumerang, Bambusensprossen, Azurtapete, Pedal nehmen. Nee, den nicht. Amnetist, Kirschkorb, Pfirsichkorb. Wobei, die auch. Kann ich mir immer noch kaufen. Ah, ist das alles? Ja. Dann wollen wir mal sehen. 9227 Sternis insgesamt. Ist das cool? Das ist cool. Ah, vielen Dank. Bring gerne mal wieder etwas vorbei. Sehr schön. Gibt es hier irgendwas Neues? Nee. Nur alles für die Küche. Das kann ich mir aber später immer noch in Ruhe holen. Oh, mein Laptop ist fertig. Ja, dann nehme ich doch mal mein schwarzes Notebook mit. Das hatte ich ja von weiß zu schwarz färben lassen. Ich finde das cool. Man kann sehr viele Möbelstücke färben. Da werden wir uns das Ganze wohl nochmal genauer angucken müssen, weil vielleicht können wir dann ein paar Möbel, die ich vorher fand, schön gestalten, sodass ich denke, wow, toll. Aber jetzt ist erstmal der Part vorbei und ich gehe ausbuddeln. Da wäre eine Libelle gewesen. Ach, ich habe keinen Köcher dabei. Ich gehe Dinge ausbuddeln. Boah, eine Biene. Das mich sticht. Und schwelle ich an. Und gucke, ob wir unseren Geldstein finden und schau mal, was hier sonst noch alles Cooles in der Stadt so ist. Wir sind das nächste Mal wieder bei Let's Play Animal Crossing New Leaf. Unser Dorf soll schöner werden. Bis dahin. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs dabei sein. Danke fürs Kommentieren. Danke für eure Likes. Abos und Abos. Und dass ihr komisches Geräusch. Das macht mir Angst. Ah, das geht immer. Ich wollte noch was. Tschüss!